Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Crew bei mir, dem Hamsen. Und wir legen sofort los mit Alles oder Nichts. Nicht im Schnellkorb wollte ich das eigentlich gar nicht, aber vielleicht ist hier wer. Freundlicherweise bricht er jetzt ja auch schon mal ab, wenn man... oder wenn sich keiner hier befindet. Vor uns eine nette Tunnelanlage, während wir wahrscheinlich mal wieder umsonst warten. Es gab irgendein Update, aber ich weiß nicht genau welches. Und ich weiß auch nicht, was das unbedingt bewirkt hat. Ich weiß nur, dass was runtergeladen werden musste. So, und da war es natürlich mal wieder so, dass es nicht funktioniert hat mit dem Co-op. Und wir legen los mit Alles oder Nichts. Gewinne das Straßenrennen. Dieses Rennen ist die letzte Chance, ans Geld zu kommen. Verlierst du, sind wir fertig. Also kein Stress. Wir sind immer noch dabei, fleißig Kohle zusammenzukratzen. So, wir wollen das hier mal gleich am Anfang ein bisschen entfernen. Dass wir mit denen hier in irgendwelche Reibereien geraten. Lass sie nicht an dir vorbei! So, ist es jetzt schon so, dass hier mir die Gardine angezeigt wird? Ob schon, ne? Ja, das war natürlich auch nicht ideal, da jemand zu rammen. Ja, ich werde schon noch erst. So, da vorne geht's gleich hart in die Ecke. Aber hier noch nicht. Und da nochmal. Blut, 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 blut. Ah, das geht nicht gut, wenn die hier immer an mir vorbeifahren. Weil nämlich. Dann kriege ich dafür keine Punkte. Und so kriege ich schon gar keine Punkte. Leute, ich weiß jetzt schon, dass ich das Ding hier gleich nochmal machen werde, glaube ich. Also auch wenn ich das noch gewinne, was ja eigentlich wünschenswert wäre. Jawohl, ist noch so ein langes Rennen. Vielleicht machen wir es doch nicht nochmal. Vielleicht strengen wir uns einfach mal ein bisschen mehr an. Oh. Ja, wenn es hier auf einmal mitten durch den Central Park geht, oder was? So, du sollst auch schon wieder irgendwo rechts, nee, links, nee, doch nicht. Ganz schön langes Rennen auf jeden Fall. So, also es wird hier jetzt scheinbar auf jeden Fall schon die Ideallinie angezeigt. Blöd ist, dass der manchmal durch andere Autos verläuft. Und in diesem Fall. Und das passt sich natürlich nicht so gut, aber das erleichtert die Sache natürlich definitiv, denn dann weiß man schon mal, in welche Richtung die nächste Kurve gehen könnte. Wenn man das jetzt natürlich auch noch mit farblich hinterlegten Bremsanweisungen bekommt, dann ist man natürlich eigentlich die Goldmedaille schon fast immer sicher, außer dass natürlich, wie gesagt, der Verkehr einem da noch so reinspuken kann. So, wir sind bei Tor 13 von 15 jetzt inzwischen gewesen. 14 von 15. Alles läuft darauf hinaus. Und dann haben wir es auch geschafft. Der Anfang war auch nicht besonders toll. Das wäre halt ein Grund, das nochmal zu machen. Aber nicht jetzt. Kann ich auch alleine noch machen. Also, wo es dran fehlt, ist ja eindeutig halt der Führungsbonus, ne? Sonst wäre da mehr bei zusammengekommen. Wenn man denn halt so oft die Führung verliert, ist das nicht gut.
So, das sollte die Schuld tilgen, stimmt's? Ja, verdammt. Du hast mir den Arsch gerettet. Und jetzt verpassen wir dem Bastard, der das Geld geklaut hat, ein Eric 2 Special. Nun, das überlasse ich dir. Hm. Sowas kann man einfach jemand anders überlassen. Na ja, denn. Yo, Baby Boy, wir haben das Große losgezogen. Ich kenne die Tussi, die unsere Wagen geklaut hat. Sie ist die Witwe von dem Verräter aus unseren Reihen. Dylan, Daryl, irgend sowas, keine Ahnung. Hast du sie? Noch nicht, aber das werde ich. Sag Bescheid, wenn du was hörst. Auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Kein Anruf vom FBI. Finde ich jetzt aber. Schwierig, sagen wir mal so. Irgendwie da bei West Point habe ich irgendwie noch nicht die Dings gefunden, sehe ich gerade. Die Anlage. So, wir setzen uns da mal hin. Und steigen um auf den Gelände. Was ist los? Die Five Tens wissen von Connie und Ben. Was? Wie? Ich weiß es nicht, aber wir müssen sie sofort aus der Stadt bringen. Die Five Tens werden es uns nicht leicht machen. Wir brauchen was Familientaugliches. 4 Sitze und Dampf unter der Haube. Okay, pass auf. Ich leg mich an der Pendlerstrecke im Norden auf die Lauer und pick uns eine geeignete Karre raus. Cool. Jetzt kommt eine Limousine ins Spiel. Da bin ich mal gespannt. Wir machen jetzt nichts hier mit irgendwelchen Koop-Scheiß. Damit das klar ist, wer abkackt, verliert seinen Wagen. Schon klar. Ich hoffe, du hast bequeme Schuhe an. Zurück musst du laufen. Hier stand doch Gelände, oder nicht? Ich will mit so einem Bentley durchs Gelände fahren. Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Okay. So hat sich das vorgestellt. Ist das richtig? Das ist doch scheiße, diese verfickten Bäume immer. Das ist irgendwie komisch. Mal hier dieses rauf und runter. Das wird ehrlich gesagt, glaube ich, ganz schön schwierig, den zu kriegen. Mit dieser Slide-Karre, ey. Den ganzen verfickten Wichsern, die auf meinem Weg rumfahren. Da bringt es mir auch nichts, wenn mein Auto hier ein Geländeauto ist. Wenn hier im Gelände überall Scheiße rumsteht. Ah ja, wollen wir uns nicht beschweren. Ah, oh, die Schütze. Ach so, haben sie sich das gedacht. Einfach erstmal hier einen auf Demotivation machen. Und dann hinterher nochmal irgendwo lang springen lassen. Ja, das hätte natürlich nicht bei Tor 9 von 10 passieren dürfen. Dann hätten wir vielleicht noch eventuell eine Chance gehabt, aber so natürlich nicht. Letzten Teil erneut versuchen? Wieso letzten Teil?
So, jetzt geben wir uns nochmal richtig Mühe hier. Ja, das brauchen wir nicht nochmal sehen, das wissen wir schon. Wer so ein Bentley der hat. Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Den hätten wir natürlich auch gern, den Bentley. So ist das richtig. Haben wir schon eine mitgegeben. Auch nie schaden. Wir müssen hier auf jeden Fall uns schon deren Vorsprung rausarbeiten. Weil da nachher in dieser Stadt, da sieht es ganz schlecht für uns aus. Die kommt jetzt hier schon. Ja, das ist er nämlich auch schon. Du fährst zurück, Mann! Wir arbeiten diesmal mit allen Abkürzungen, die irgendwie gehen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, schön, da hat er erstmal den anderen gerammt. Das ist auch immer hilfreich. So, jetzt müssen wir ordentlich wieder fahren im letzten Abschnitt hier. Wir sind bloß nicht wie eben. So, 10 Sekunden Vorsprung hatten wir eben. 9 Sekunden. Und da ist das Ziel auch schon. Das sollte klar gehen. Ja, und somit werden wir wahrscheinlich Besitzer eines Bentleys jetzt werden. Ja, abgesehen davon, dass es so nicht war, aber egal. Hey, hey, warte! Warte mal! Zweite Chance? Keine Zeit, wir sehen uns. Hey, ich wurde bestohlen! Hey! Also sowas, ne? Bettschulden sind Ehrenschulden. Harry, ich hab den Familienvan. Muss nur noch ein paar Kletten abhängen. Wir warten auf dich. Häng die Bullen ab. Echt? Ist das dein Plan? Oh, 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 oh. Ja, fertig, ein bisschen anders. So, wie sieht es denn hier aus? Kann ich hier mal irgendwo rausfahren? Der ist leider ziemlich geil, die gute Karre. Der muss auf jeden Fall noch ein bisschen verbessert werden. Na, bremsen tut er ganz gut. So, da ist noch ein Kopf. Da hat mir eine scheiß Rammerei. Oh, das ist ja nicht so gut. Alex, das Five-Ten-Netz ist völlig verstummt. Das ist nie ein gutes Zeichen. Gib Gas. Okay, treffen am Central Park. Wir versuchen jedes Mal hier einfach auf der Autobahn zu schaffen. Sichtkontakt verloren. Alles klar. Durchkämmt die nähere Umgebung weiter und... Ich seh, ich seh. Ja, da waren wir eigentlich schon so gut hier weg. Was wollte ich eigentlich mit ihm machen? Was für ein Sperre. Fuck, macht uns gar nichts. Nächster Versuch mit Highspeed entkommen. Folgen in Richtung Norden. Jawohl, alles klar.
Oh, 310 hört sich doch gut an. Zentrale, Straßensperren stehen. Verstanden. Welche Einheiten können eine Verkehrskontrolle? Ah, fuck, man. Nächster Versuch. Straßensperren, Mann. Er winkt nach Süden ab. Wiederhole nach Süden. Roger. Einen blöden Bullen, den werde ich nicht los. Ziel nicht mehr in Sicht. Verdächtiger wieder in Sicht. Ich bin dran. Verstanden. Kann ich keinen Hubschrauber entkommen mit meinem Auto? Wir haben den Sichtkontakt verloren. Alles klar. Durchkämmt die nähere Umgebung weiter und fahrt. Zentrale, er ist hier. Oh, jetzt müssen wir es aber haben. Augen auf und auf Instruktionen warten. Der hängt uns ab. Wir brauchen Einheit vor ihm. Bestätigt. Freut ihn weiter und wartet auf Befehle. Es ist gelaufen, Zentrale. Naja, das war ja wieder eine königliche Flucht. Die überhaupt nicht in New York gewesen ist, ehrlich gesagt. Hi, Conny, hä? Huh? Und du musst Ben sein. Wie geht's, Kumpel? Sorry, er ist schüchtern, verfremden. Ich auch. Ben, du und deine Mami müsst euch gut anschnallen, okay? Das wird eine verdammt rasante Fahrt. Bleib bei mir, Alex. Conny und Vera lassen im Bus im Start. Warum? So, richtig lange Mission. Wenn dich jemand sieht, ist deine Tarnung hin. Ist zu unsicher. Okay, ich bin dran. Was? Ich wusste, dass er sowas vorhat. Jetzt habe ich ihn aufs Handy gegriffen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, aber gut. Dazu hat das Ding hier Nitro. Ja, kein Mensch an, dass das so eine ellenlange Mission ist. Schleining tut das Ding natürlich super, aber 990 ist auch eine gute Stufe. Ist das der richtige Ort? Klar, wette, Ben wüsste es gar. Oh ja, sicher. Nun, unten in Michigan. Mein Vater hatte da eine Werkstatt außerhalb von Dearborn. Dalton hat sich dort jede Woche Tuning-Teile gekauft. Ich habe nicht verstanden, wie jemand so fixiert auf seinen Wagen sein konnte. Eines Tages habe ich ihn gefragt und er hat's mir gesagt. Er ist nicht wegen des Wagens gekommen. Er wollte dich treffen? Das hat er mir zumindest gesagt. Du weißt, wie er war. Raffiniert. Ganz genau. Oh, das ist ja eine herzerweichende Story wieder. Aber gut. Ah, Harry, überlegst du nochmal anders. Na gut, dass die Karriere so gut abgeht. Ich möchte jetzt ein bisschen einen kleinen Cut setzen, wieder mitten im Rennen. Sorry Leute, aber wir machen hier gleich weiter. Bis gleich. So, sorry Leute, da bin ich schon wieder. Hier geht es natürlich sofort weiter. Wir wollen ja sehen, wie die Mission zu Ende geht. Mit knapp davon sprinten den Leuten auf jeden Fall schon mal. Und Harry rast mit uns durch ganz New York. Aha. Mensch. Ja gut, das war jetzt natürlich nicht mehr viel, aber das kann man ja vorher nicht wissen. Oh, wie viel krieg ich da für eine Bronze? Jetzt aber nicht so fair. Wieso das denn? Ich war doch die ganze Zeit
Ich fasse gut dran, bis auf eine Mal. Gut, schauen wir uns mal an, was sie noch dazu zu sagen haben. Sollen wir im Bus weiterfahren, okay? Echt traurig, dass Ben seinen Vater nie gekannt hat. Der hätten wir ein toller Vater gewesen. Meinst du wirklich? Du bist der beste Beweis. Ach. Ein Mann, ein Wort. Das ist wichtig. Auch wenn dir der Dieb durch die Lappen gegangen ist, ich hab mein Geld zurück. Du bist jetzt wie du, Arschloch! Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Verstanden. Jetzt musst du dir deinen Unterhalt verdienen. Dein erster Job als V2 wartet unten im Süden. Miami. Eine verwahrloste Stadt. Du musst da ein bisschen 5-10-Ordnung reinbringen. Bin unterwegs. So, Leute. Und damit verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Wir werden uns also nächstes Mal in Miami wiedersehen. Das ist ja nicht mehr ganz weit von hier gewesen. Ja. Ich überlege echt gerade, ob ich vielleicht mal eine Folge mache, wo wir runterfahren nach Miami. Wäre bestimmt mal ganz cool, obwohl hier so eine... Ich weiß nicht, ist das eine Straße? Nee, ich glaube, das ist keine Straße. Das scheint die Küstenlinie zu sein. Aber einfach mal so alle Orte abgrasen hier. Norfolk, einfach mal lang und durchfahren. Hätte ich irgendwie Bock drauf gerade. Gut, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!